ihr den Juwel aus dem obersten Stockwerk des Nordosten zu bringen. Dort gibt es aber ein Monster und während der Nacht erscheint dort ein mysteriöses Licht. Die Bedingungen sind schwer zu erfüllen. Ich weiß zwar noch nicht, wer dieser Seefahrer war, was ich ist, aber das war für mich ein klarer Tipp, wo ich als nächstes hin sollte. Also bewege ich meinen kleinen Hintern zum Nordleuchtturm, der mit Sicherheit irgendwo im Norden ist. Aber davor mache ich ein paar Kürbisse töten. Amok-Kürbis, Killer-Kürbis, irgendwie alles voller Kürbisse. Und endlich mal wieder ein paar einfachere Gegner, mehr oder weniger. Confusio, hört mal auf, mich verwirren zu wollen. Erstens funktioniert es nicht oft und zweitens schlecht. So, Kürbis Nummer 3 tot. Der letzte folgt nach. Kürbisjuwel, okay. Nordleuchtturm bestimmt hier irgendwo. Norden, jetzt geht es doch langsam in Richtung. Schlecht. Norden. Mit vielen, vielen Assassinen, die mir überhaupt nicht im geringsten gefallen. Die beherrschen ja auch sowas Böses zum One-Hitten. Wow. Der Held haut langsam ziemlich stark rein. Vollstrecker. War klar. Alex kriegt trotz Tod Erfahrungspunkte. Das wäre natürlich super. Ich wette, das ist der Nordleuchtturm. Ja, Nordleuchtturm. So, er ist verschlossen. Yay, super. Wir haben einen Tipp, wo wir hin müssen. Wenn ich mich noch an den Anfang erinnere. Ich will nichts mit den Viechern zu tun haben. Warum kapiert das Spiel das nicht? Andere Gegner ja, aber nicht diese Drecksviecher. Ragurio. Wieso glaube ich, dass es da danach direkt danach hingeht? Vielleicht hätte ich Heilung machen sollen. Naja, egal. Zu spät. Okay, einer ist schon mal verwirrt. Der ja vielleicht. Und der wohl auch nicht mehr. Oh, der Lexus ist auf jeden Fall mal ganz lustig. Den behalte ich gerne im Team. Okay, Remo hat ihr Level up. Und wir müssen jetzt eine komplette Stadt durchquatschen, nur um jemanden zu finden, der mir erlaubt, in diesen bescheuerten Turm zu gehen. Mhm. Haben die echt nur um die 200 KP? Oder sind zu schnell. Lexus hat sein Level up. Und es tauchen hier zu viele Assassinen auf. So, ich brauche irgendeinen Idioten, der mir sagt, hey du da, du Nordturm Kristall holen.
Oder was es auch immer war. Prozessischer Tat. Ein Mann, ich wahre Liebe, okay. Hinter der Prinzessin Sifin. Ja, okay, die mit der Bedingung. Niemand kann den Juwel aus dem Turm holen. Verzeihung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Wie kann ich dir helfen? Niemand kann ihn holen? Müssen wir dich wohl vom Gegenteil überzeugen. Ich weiß nicht, ob hier alles mit den rechten Dingen zugeht. Dann mit Sicherheit nicht. Unsere Prinzessin hat für ihre Heirat eine Bedingung gestellt. Es hat etwas mit dem Nordostturm zu tun. Ich habe eine gute Idee. Was? Ich habe eine gute Idee, ich habe eine gute Idee, ich habe eine gute Idee. Schlecht. Ich dachte, alles wäre klar und jetzt soll ich diesen verflixten Dämon Juwel besorgen. Ohne mich, ich bin kein Krieger. Was denkt sich Senefer überhaupt dabei? Seth ist ein Soldat, der in diesem Schloss lebt. Seth ist der Leibwächter der Prinzessin. Er hat sich in die sie verliebt. Oh Gott, bist du Seth? Ihr seid nicht von hier, oder? Ihr seht aus wie richtige Krieger. Du scheinst gute Augen zu haben. Nicht nur das, ich bin auch ein Krieger. Mein Name ist Seth. Ich bin Guy. Und das sind Tama, Selana und Lexis. Ihr seid doch die Gardes bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar hier redet man von uns? Tippie! Jeder, der etwas vom Kämpfen versteht, hat von euren Taten gehört. Wisst ihr etwas über den Typen, der auf dem Nordostturm gelandet ist? Auf dem Nordostturm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen die Monster in Horden auf. Tama, das könnte einer der Höllenfürsten sein. Höllenfürsten! Es gibt 3 weitere Höllenfürsten, die genauso stark wie Gardes sind. Was? Wenn das wirklich stimmt, dann... Ja, das würde bedeuten, dass dieses Reich sich in großer Gefahr befindet. Okay, ich werde mir den Nordostturm später vornehmen. Die Wesen in diesem Turm sind sehr stark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Ich werde sowieso in den Nordostturm gehen. Ich habe dort etwas zu erledigen. Was meinst du damit? Ich soll den Juwel aus dem Turm holen. Und du hast dem zugestimmt, damit unsere Prinzessin wieder glücklich wird? Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Ja, wir sehen uns dann im Turm. Aber davor, pennen. 40 Goldmünzen, ein tolles Angebot. Fast in jeder Stadt seit neuestem kostet so viel. Jedenfalls in der letzten. Ihr habt doch hier auch sicherlich eine Kirche, oder? Nein. Und selbst wenn nicht, ich kann mit Sicherheit außerhalb der Stadt speichern. Gibt's überhaupt einen Speicherbutton hier? Nee. Na egal. Assassinen, ich hasse euch. Assassinen, wir alle hassen euch. Assassinen, fahrt richtig zur Hölle. Moment, nicht Assassinen. Meuchler. Assassinen sind cool. Vollstrecker kann auch Schaden machen, ohne zu töten? Okay, so ist er wenigstens ein bisschen fairer. Bam. Sag mal, wieso macht das so viel Schaden? Sind die Viecher etwa im Untot? Naja, ist ja auch letztendlich erstmal egal. Ramia! Minotauren? Minotauros? Draufhauen, 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 draufhauen. Minensang. Okay. Den Minensang kannst du behalten und Schmerz. Nochmal Heilung. Und ja. Nehme ich noch die. Ja, mache ich noch. Den Kampf noch schnell zu Ende. Tod, bitte tot. Noch nicht tot, schlecht. Konfusio, schlecht.
Weil wenn es den trifft, der haut alle von uns. Stirbst du bitte noch? Mist. Daneben nicht. Oh gut, danke. Tot? Okay, Tama hat ein Level up. Celan hat ein Level up. Und ja, dann wollen wir an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Zum Aufnahme speichern. So. Und währenddessen hole ich mir ein Eis.